Wenn der Trockner nicht mehr dreht, dann ist die Ursache dafür meist schnell gefunden. So auch hier. Denn bei diesem Trockner ist die Spannrolle kaputt gegangen und muss getauscht werden. Bevor wir aber mit der Reparatur beginnen, schließen wir den Trockner vom Stromnetz ab. Die eigene Sicherheit geht schließlich immer vor. Zudem müssen bitte alle im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Dann kann es auch schon losgehen und wir entfernen die zwei Schrauben des Gerätedeckels. Dafür kommt ein Schraubendreher mit PZ2-Bit zum Einsatz. Wir nehmen den Deckel ab und entfernen nun auch alle Schrauben des rechten Seitendeckels. Bei diesem Modell befindet sich eine am oberen Rand und vier finden sich an der Rückseite des Trockners. Nach dem Abnehmen der Seitenwand lässt sich das Innenleben bewundern. Und der Blick auf die Spannrolle verrät die Ursache des Dilemmas. So kann sich die Trommel des Trockners natürlich nicht mehr drehen. Eigentlich hätten wir das schon nach dem Abnehmen des Deckels erahnen können, denn der Riemen liegt deutlich neben der Spur. Damit wir die kaputte Spannrolle problemlos auswechseln können, verschaffen wir uns zuerst ein wenig Platz. Dazu lösen wir die Schrauben der Steuereinheit und kleben diese provisorisch auf die Trommel. Acht geben auf die daran angeschlossenen Kabel. Nicht, dass diese in Mitleidenschaft gezogen werden. Als nächstes kümmern wir uns um die Abdeckung des Lüfterrades. Da dieser lediglich eingesteckt ist, müssen nur die Nasen entsprechend entriegelt werden. Danach entfernen wir auch das Lüfterrad selbst. Wir lösen dazu die fixierende Klemme mit Hilfe einer Kombizange. Dann ziehen wir das Lüfterrad ganz einfach nach hinten ab. Perfekt! Jetzt ist die Spannrolle zugänglich. Fixiert ist sie mit zwei 10 mm dicken Sechskantschrauben. Nachdem wir diese entfernt haben, können wir die defekte Spannrolle abnehmen. Ein genauer Blick auf die alte Rolle zeigt, dass das Rad ziemlich ausgewerkelt ist. Kein Wunder also, dass sich der Antriebsriemen verkeilt. Das Aufschrauben der neuen Spannrolle gelingt dann relativ einfach. Das Aufziehen des Riemens gestaltet sich aber etwas schwieriger. Der Einfachheit halber lösen wir die Rolle von ihrer Aufnahme. Danach legen wir den Riemen um das Rad und stecken beide zurück in die Aufnahme. Jetzt sichern wir die Spannrolle wieder mit dem Sicherungsring. Geschafft! Der Trockner muss nur mehr wieder zusammengebaut werden. Dazu schieben wir als erstes das Lüfterrad zurück auf die Motorwelle und fixieren es mit seiner Sicherung. Dann setzen wir auch die Lüfterabdeckung wieder ein und achten darauf, dass alle Nasen ordnungsgemäß einrasten. Anschließend kümmern wir uns um die Steuerung. Wir fixieren zuerst die Kabel in den entsprechenden Kabelsicherungen und schrauben dann die Steuerung fest. Ist das erledigt, fehlen nur noch der Seiten- und der Gerätedeckel. Analog zum Ausbau setzen wir auch diese wieder ein und fixieren sie mit den entsprechenden Schrauben. Dann ist es geschafft und ein Probelauf verrät, dass der Trockner wieder ordnungsgemäß dreht. Da kommt Freude auf. Wenn du das benötigte Ersatzteil suchst, findest du dieses in der Videobeschreibung verlinkt bzw. auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf dich. Und nicht vergessen, Daibook abonnieren.